Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu meinem, ja, mittlerweile 150. Video hier bei YouTube, Freunde. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid, heute mit einer neuen Folge Outlast, Freunde. Ja, und ich habe gerade schon wieder so ein bisschen Geschrei im Hintergrund gehört. Ja, ich habe dann tatsächlich geschafft, nach gefühlten 3 Stunden die Sicherung alle einzusammeln. Und ja, dann konnte man ja den Schlüssel da aus dem Schacht nehmen und der ist durch den Wäscheschacht, ist der runtergefallen. Das heißt, Freunde, wir müssen erstmal wieder runter. So, mit dem Tarzansprung geht er dir gleich wieder los. Ja. Und mir läuft schon wieder so ein bisschen Schauer über den Rücken, Freunde. Ich tue mir das aber an, für euch, das wisst ihr, ne? Ich hoffe, ihr rechnet mir das hoch an. Also das ist wirklich, also Outlast ist für mich immer so ein bisschen, ich zock dann auch gerne, klar. Aber das ist natürlich immer so eine seelische Belastung auch so ein bisschen für mich. Und ja, wir trauen uns jetzt hier mal langsam runter. Also der ist, denke ich, im Wäscheraum. Ist der irgendwo runtergeflogen, der Schlüssel? Ja, und das altbewährte Batterieproblem hier wieder. Das kommt aber auch, weil ich immer so flüchtig hier durchlaufe vorne. Ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen mehr umgucken hier, nach Batterien. So, und wenn die Musik hier schon wieder so im Hintergrund kommt, dann ist schon kein gutes Zeichen, Freunde. Ja, und hier ist irgendwie nichts. Anscheinend müssen wir hier doch wieder nach oben. So, und jetzt wird's gefährlich. So, hier muss ja irgendwo noch eine Batterie sein. Dass ich wenigstens noch so ein bisschen irgendwas sehe. Na gut, da kannst du gar nicht rein im Dunkeln. Das geht gar nicht. Das siehst ja die Hand vor Augen nicht, ne? So, und da ist was am Blinken vorne. So, und die wird da direkt mal reingetan. Das ist eine Wohltat vorne. Da haben wir wieder schöne Sicht hier im Dunkeln. Ja, und ich muss wirklich sagen, Freunde, ich bin ja total gespannt, wie das hier zu Ende geht, das Spiel, ne? Da kann ich mir wirklich überhaupt nichts unter vorstellen. Ach, den kennen wir ja auch schon, der steht da immer noch rum, der olle Dussel. So, ich schätze, dass der Schlüssel hier irgendwo sein muss. Und da ist er. Zack, und auf. Schlüssel für den zweiten Stock aufgenommen. So, jetzt aber schnell wieder nach oben hin, Freunde. Ja, und das Problem ist wirklich, dass das hier... Oh, da ist was. Da war einer. Oh, die Musik, das ist jetzt wirklich kein gutes Zeichen. Jetzt aber Dalli. Und da kommt er schon wieder. Hau ab, du aller Blödian. Ah, jetzt müssen wir aber hier vorne. Jetzt aber schnell. Und hopp! Ah, dann ist knapp gewesen jetzt. Ja, dann kommt er nicht hoch. Ja, dann hab ich ruckzuck eben erledigt hier vorne. Ruckzuck, kennt ihr dann einen da vorne? Das ist damals auf RTL 2 kam dann immer. Das ist mit Jörg Dräger damals noch gewesen, wo man immer so Begriffe erraten musste. Da musste man immer so ein paar Wörter sagen, aber durfte nicht das Hauptwort nennen. Das ist damals noch eine interessante Show gewesen, sag ich mal. Das kennen die meisten wahrscheinlich ja gar nicht mehr. So, kommen wir da drüber. Ja. Oh, da ist er aber fast abgerutscht jetzt. Neues Ziel, Folge der Blutspur. Ja, und da sind 2 Batterien, die nehmen wir natürlich mit. Gerade bei mir, ihr wisst das vorne. So, und da ist eine Digitalkamera. Ja, können wir doch mitnehmen, können wir doch bei eBay eben reinsetzen. Ja, und dann können wir zum Beispiel schreiben, verkaufe gebrauchte, leicht blutverschmierte Digitalkamera. Leichte Gebrauchsspuren. Das ist klar, Freunde. Ja, ich weiß gar nicht. Seid ihr eigentlich so aktiv bei eBay und sowas am Verkaufen? Da hört man ja auch immer so komische Sachen drüber, ne? Ich habe das mal im Bericht gelesen. Da hat einer PC bestellt und dann hat er, dann kam das Paket an, das war auch ein riesen Paket und der hat sich natürlich gefreut und alles, das ist klar. Und dann war da statt dem PC, sind da Ziegelsteine drin gewesen. Also das ist doch, ich weiß nicht, man sagt ja immer, wenn da jemand ist, der hat eine gute Bewertung, dann kann man da eigentlich von ausgehen, dass das auch ein Top-Verkäufer ist. Aber wer weiß schon, ne? Heutzutage ist das ja alles, ob die das irgendwie... Oh, was ist das denn?
Da ist das alle Fluchdings wieder. Und die alle Stimmen hier im Hintergrund. Ja, ob das nicht alles irgendwie getürkt ist, sag ich mal. Damit er nach außen hin so aussieht, als ob das ein Top-Verkäufer hat, ist, ne? Mit einer super Bewertung. Aber da bin ich, wie gesagt, relativ ruhig. Ich bin ja überwiegend bei Amazon bin ich am Bestellen. Da kann ich jetzt nichts Negatives zu sagen. Das kann auch immer, ich habe die Prime habe ich da gemacht. Das ist, dass man im Jahr da immer, ich glaube 30 Euro sind das im Jahr. Da kriegt man dann immer, ja, die Sachen relativ schnell zugeschickt auch. Das muss natürlich vorrätig sein. Dann ist das am nächsten Tag da. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Wobei man natürlich bei eBay, ich will das nicht schlecht reden. Man kann da natürlich auch so ein bisschen. Oh, einfach das. Man kann da natürlich auch, ja, ein Schnäppchen schlagen. Das ist klar, ne? So, und jetzt müssen wir erstmal gucken, Freunde. Dass wir hier wieder hochkommen. Über die Betten hier wahrscheinlich. Dass wir uns ja hier so ein bisschen hochhangeln. Das sieht gut aus. Ah, das war nix. Das war nix, so. So, nochmal, ich glaube, ja genau, dann wie hier oben direkt hoch. So, und wo eine morsche Stelle ist, da ist wahrscheinlich noch eine. Ganz vorsichtig hier. Ja, so blutiger Pfeil, da geht's lang, da gehen wir natürlich mal lang, ne? Ja, und das ist so ein bisschen damals, wie Schnitzeljagd auf dem Kindergeburtstag. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt vorne. Das haben wir früher immer gespielt, als wir noch klein waren. So, dann ist ein Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mondmassive Klinik 1952 bis 64. Wieso kann ich mich nie erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass mir das besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Miss Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jungen Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mithilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tablette nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehme Träume hoffen. Ja, das ist eine gute Einstellung. Ja, und was ich auch noch fragen wollte, Freunde, und zwar habe ich das, ich habe mir so ein bisschen umgeguckt bei Steam, und zwar gibt es ja mittlerweile schon einen zweiten Teil von Outlast, beziehungsweise das ist eher so eine Ergänzung. Und ja, da wollte ich euch fragen, soll ich da zocken? Schreibt das wie immer mal in die Kommentare rein, Wilhelm, oh, da ist er schon wieder gewesen, zockt das oder zockt das nicht, Wilhelm? Wie gesagt, also, was ich vorhin meinte, ich zock das gerne vorne, wirklich, also nicht, dass ihr denkt, dass ich da nicht gerne spiele, Outlast, bloß das ist natürlich also mehr als eine Folge, ist erstmal nicht drin immer so, ne, weil ich muss da, seelisch ist das wirklich eine Belastung für mich, ne, gerade weil ich da meistens auch abends immer spät zocke und ja, ich mach mir das auch, ja, hab ich vielleicht auch selber Schuld, dass ich mir dann immer alles dunkel mache und so, ne, aber ja, wie gesagt, schreibt das mal rein, ob ich da zocken soll, ich zock das natürlich gerne, weil ich ja auch immer, was mache, sag ich mal. Oh, die ist von selber zugehauen, die Tür. Oh, die beiden kenne ich noch. Oh, das sieht ganz gefährlich aus. Hat er mich jetzt mit einem Schlag, hat er mich K.O. gehauen? Ja, ich sag mal so, dann war er auch ein durchtrainierter Typ, ne? So, den loggen wir da erstmal raus. Ja, wie gesagt, Freunde, schreibt mir das in die Kommentare, wenn ich da zocken soll. Ich zocke ja gerne was. Das wird all verrückter hier vorne. Ich zock ja gerne was ihr auch sehen wollt. Wir müssen ja auch jeder so ein bisschen was davon haben, sag ich mal. Und ja, ich gucke natürlich immer, dass ich euch so ein bisschen entgegenkomme. So. Und tschüss. Ja, und das klingt ja relativ bedrohlich schon wieder. Also, da wird wahrscheinlich gleich wieder irgendwas passieren hier. Was ist das denn? Achso, nicht verstecken wollte ich mich gar nicht.
Ja, und ihr merkt dann vorne an meiner hektischen Bewegung hier schon wieder. Ich bin schon wieder zitterig unterwegs. Da ist einer am Sabbeln. So, und hier wieder ganz knapp dran vorbei. Da habe ich kein gutes Gefühl bei vorne. So, und hopp! Oh, au, 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 au. Nun dabei! Die Kamera, nicht die Kamera, oh nee! Okay, Frau, das ist mies. Das ist jetzt blöd. Oh ne, und da ist er. Da unten. Ah, das gibt's ja nicht. Jetzt schnell hoch. Oh, der rutscht ab hier. Komm hier, komm, 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 komm. Das ist knapp gewesen, Frau. Das war haarscharf hier. Neues Ziel. Du brauchst deinen Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, wird uns wahrscheinlich jetzt nichts überbleiben, außer da uns wieder runter zu begeben. Ja, also das ist wirklich ganz im Dunkeln ist das unmöglich. Freunde, ich würde sagen, wie das hier im nächsten Teil weitergeht und ob wir den Camcorder wieder kriegen, wenn ich den bis dahin nicht bei eBay verschäbelt habe, ja, dann sehen wir, wie es dann weitergeht, Freunde. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Abend und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat ein bisschen gefallen. Bis dahin, bleibt gesund und vergesst nie, zum Zocken ist man nicht zu alt. Euer Wilhelm.